Fuzzi, welchen Pingers mal. So, wo geht's heute hin? Heute geht's nach Essen ins Soul Hell Café. Ja? Und da ist Mixed Multimedia am Start. Da soll ich Interview irgendwas auf der Bühne machen. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ja? Auf jeden Fall sind da so Poetry Slammer und irgendwelche Liedermacher-Ollen. Ich weiß gar nicht, so ob nicht mal im Publikum. Aber man muss ja bereit sein für Neues und deswegen lasse ich mich jetzt mal darauf ein und dann melden wir uns gleich weiter. Wieder melden wir uns, wenn wir in Essen am Hauptbahnhof sind. So, jetzt sind wir in Essen angekommen, ne? Der Irre irrt hier durch die Straßen, aber kann man mal Ping machen, ne? Eine Scheiße, ist da mit Google Maps. Schickt mich hier von A nach B. So, also wir sind endlich angekommen hier, ne? Das ist ja eine Irren und Wirren hier durch Essen, unglaublich, ne? Da bin ich ja am Schwitzen hier und das im Herbst. Naja, egal. Jetzt sind wir hier im Soul Hell Café, ja. Wenn ich mich nicht irre, sitzt mir auch schon eine der Damen gegenüber. Clara Klaassen oder so heißt die. Florian Daimer sitzt neben mir und mit denen sprechen wir dann aber gleich. Ich muss jetzt erstmal ankommen und ne, Ping, ihr wisst schon. Wir kennen uns ja schon vom Julius Award. Da hast du gewonnen, ich glaube, Sport oder was war das? Sport und Gesundheit. Sport und Gesundheit. Und jetzt Comedian. Wie passiert das? Ich habe ja auch schon vorher Comedy gemacht. Das war irgendwie ein laufender Prozess. Ich mache halt immer Reportagen, wo ich neue Sachen durchgehend ausprobiere. Da waren halt Sportsachen dabei, wie ein Marathon oder sowas. Da war aber auch eben Comedy dabei oder auch Musik, wo ich Gitarre gelernt habe. Und bei Comedy bin ich geblieben, weil es mir gefallen hat. Das ist, glaube ich, die beste Antwort, ja. Ja, und da hast du dich jetzt sogar selbstständig gemacht. Genau, ich habe mir jetzt hier die Show irgendwie aufgebaut, einfach weil ich gemerkt habe, dass die YouTuber noch nicht so richtig auf Bühnen präsent sind. Und dachte mir, vielleicht kriege ich das irgendwie geändert und habe jetzt in Düsseldorf, Bonn und Essen jetzt gerade Shows quasi laufen und tour selber in meiner Comedy-Umführung. Und das klappt schon, hoffe ich. Und das Konzept heute Abend, das ist ja nicht nur YouTube, da kommen ja auch Leute, die singen und machen irgendwie Poetry Slam und Dönekes und hast du nicht gesehen. Wie kriegst du das unter einen Hut? Ja, es gibt ja viele Mix-Shows. Das ist ja immer ein bisschen der Reiz, dass wenn Leute hier hingehen, dass sie nicht genau wissen, was sie erwartet. Es gibt natürlich irgendwie reine Musikbühnen, reine Comedybühnen oder sowas. Und das ist, glaube ich, so mit der YouTube-Geschichte nochmal was, wo man immer irgendwie was komplett Neues hat. Jetzt heute in Linkohrminister mit Metal. Wir hatten schon Nachhaltigkeit. Wir hatten einen Typen da, der YouTube macht über so sexuelle Orientierung und irgendwie, wie man ein Kondom richtig überzieht und sowas. Auch das kann man auf der Bühne. Nee, oder? Ich glaube, ich habe Penis verliebt. Aber schön, die Leute zu verwirren. Ja, aber das ist ja, guck mal hier, ne? Dann haben wir einmal jemanden über sexuelle Ausrichtung, dann jemand über Nachhaltigkeit, der Bäume pflanzt und sowas. Genau. Und dann einen saufenden Metaller. Das, ja, okay. Das ist eine gute Mischung. Also jeder hat da irgendwie mal was dabei. Und ich finde, das ist einfach eine moderne Sache. Jetzt ist hier YouTube einfach im Kommen und jetzt kann man auch, glaube ich, auf Bühnen das mal langsam versuchen auszunehmen. Das ist die Idee. Das versuchen wir. Ja. Jungs, Mädels, Freunde der Braukunst, das versuchen wir heute mal. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich versuche das. Ich gebe mein Bestes, versprochen. Aber vielleicht sieht man das nicht, weil ich kann ja nicht mit der Kamera auf der Bühne rumlaufen. Ne? Da habt ihr leider Pech gehabt. Da hättet ihr hier hinkommen müssen. Ins Soul Hell Café nach Essen. Ja, egal jetzt. Du machst heute Moderation, bist aber eigentlich auch Sängerin. Musikerin. Genau, ja, Singer-Songwriterin. Singer-Songwriterin, ne? Ich habe mir ja mal was von dir angehört, so, ne? Mit Die Nachtigall fängt an zu singen und so weiter. Ja. Ich habe mich gut vorbereitet. Schielt man, wenn man sowas schreibt, so ein bisschen auf kommerziellen Erfolg? Weil das ist ja sehr massentauglich, was du machst. Ist es das? Ja, finde ich schon. Ja, ich schreibe Pop-Songs, das stimmt, aber auf kommerziellen Erfolg schiele ich nicht. Wenn ich wirklich auf kommerziellen Erfolg schielen würde, dann hätte ich die Songs, die du wahrscheinlich gehört hast, anders produziert oder anders produzieren lassen. Klar freue ich mich, wenn Leute das hören, aber die Liebe zur Musik, würde ich sagen, steht auf jeden Fall im Vordergrund. Du bist gerade Miss Germany geworden. What? Welche Message gibst du den Leuten? Immer schön schminken. Der Moderator hat einen Fehler gemacht, du bist doch nicht Miss Germany. Wie reagierst du? Ja, gut, wow. Was wünschst du deinem schlimmsten Feind? Nichts. Also
hast ja auch gut aufgefahren. Ich habe da so einen Studiobericht gesehen, hier mit Cello und alle, ne? Ja. Total viele Sachen am Start. Ich habe aber kein Album gefunden, nirgendwo. Gibt's das noch gar nicht? Oder doch. Habe ich nicht gefunden. Gehst du auf Spotify und suchst meinen Namen? So, nee, ich bin so ein analoger Typ, ja. Das gibt's auch, hättest du es gesagt, hätte ich dir jetzt mitgebracht. Vinyl bin ich so ein Mensch. Ja, Vinyl habe ich leider nicht. Ich habe keinen CD-Player zu Hause, das ist ein bisschen blöd. Ich habe nur einen am Rechner und der ist ganz fürchterlich. Aber da gibt es ein Album. Es gibt ein Album, es gibt tatsächlich eine CD, Vinyl nicht. Ich finde Vinyl mega, mega cool, wir haben auch einen Plattenspieler. Aber Vinyl ist einfach aufwendiger zu pressen und zu organisieren und kostet auch nochmal mehr. Und das lohnt sich momentan für mich einfach leider noch nicht. Ja, das ist aber nicht so Wegwerfgesellschaft. Nee, auf keinen Fall. Da muss man auch mal aufstehen und umgehen. Das entschleunigt. Ich finde, da wertschätzt man die Musik und wenn man halt über Spotify einfach so durchklicken kann. Ja, ich finde auch CDs oder Vinyl einfach generell haben nochmal einen anderen Charakter. Meistens ist ja auch irgendwie so ein Booklet dabei oder ein Artwork. Du hast halt was in der Hand. Der Künstler macht sich ja auch nochmal andere Gedanken. Da stehen Credits drin, eine Danksagung und das finde ich immer schöner, auf jeden Fall. Das ist ja unglaublich, aber wahr, ne? Also ist ja unfassbar. Jetzt hatten wir ja schon ein bisschen Gespräche, aber das sind ja keine Stargäste, weil die sind ja nicht so oft in meinen Videos. Aber hier ist ein Superstargast, hier ist Moshpit Fashion, hier ist der Kajo. Danke, ja. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also wenn der Gore-Minister schon mal in meine Hood kommt, dann muss man auch den Gore-Minister besuchen, ganz klar. Support wird auch immer groß geschrieben in der Metal-Community. Heute dieser Abend, Anlass ist gerade dazu prädestiniert, einmal vorbeizuschauen, was uns da so erwarten wird. Ich freue mich auf guten Content, benimm dich bloß. Ja, ich versuch's. Die sind alle so brav, also braver als ich, sagen wir es mal so. Gibt's denn Alkohol zum Trinken? Ja. Auch mal rauchen. So klassisch die alten Talkshows aus den 50ern, 60ern, wo man so alles machen durfte, auch mal nur einen Durst trinken. Ich habe mich in der Bahn, also auf dem Weg hier in der Bahn, habe ich mich gefragt, ob ich das bringen soll. Ja. Und sagen soll, es stört sie doch nicht, wenn ich rauche. Ja. Vielleicht müssen wir da. Alten Schmitti. Vielleicht müssen wir so einen Anzensort. Wenn wir da irgendwie so einen Talk mal machen, wo man so richtig Gas geben kann. Freie Schnauze nach dem Motto Real Talk. Aber ich bin mal gespannt. Ich finde es eine gute Sache. Ich freue mich, dass es sowas gibt, dass sowas initiiert wird. Unter der Woche, dass auch Leute kommen. Super Sache auf jeden Fall. Wer das noch nicht kennt, definitiv auschecken und supporten. Gute Sache. Ja. So, okay, Kajo, machen wir mal Ping, ne? Machen wir mal Ping, ja. Machen wir mal Ping, ja, ne? Glorreichen Abend. So, hier mal gucken, wir Ping, ne? Hier ist Tobias bei Mixed Multimedia. Poetry Slammer. Das ist ja immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, ne? Weil manchmal ist Poetry Slam ja auch echt zum Fremdschämen. Ja, du lachst, also weißt du, wovon ich rede. Ja. Was ist denn so dein Themengebiet? Mein Themengebiet sind eigentlich Alltagssituationen von großen Menschen. Eine Situation, die halt sehr selten für andere vorkommt, weil es halt nicht so viele große Menschen gibt. Aber so Sachen wie zum Beispiel Klamotten kaufen, kann sich für uns sehr schwer anstellen. Und dementsprechend versuche ich das auf humoristische Weise ein bisschen näher zu bringen. Wie groß bist du? 1,98. Für 2 Meter hat es nicht gereicht. Ja gut, das ist aber schon... Also mit Schuhen, mit 2 Meter. Ja, aber... Okay. Sie finden mich. Keine Drin, keine Chance, keine Hoffnung. Sie kommen mich zu holen. Ich höre ihre Schritte. Wie sagte Gandalf immer, flieht ihr Narren. Ich habe nicht auf Gandalf gehört. Onkel Tobi. Diese Stimme, dieses Geplärre. Ich kaum hier Bandschrank zusammen. Die Schritte kommen näher, sie stoppen. Kratzen an der Tür. Ich schrecke auf. Die Tür öffnet sich mit einem Knarzen. Und dann grelles Licht tritt in eine Blende. Ich sehe es nicht, aber ich höre es. Wir haben dich gefunden. Bin verloren. Zeitsprung, ein paar Tage vorher. Heute beginnt mein Praktikum im örtlichen Kindergarten. Ich habe keine Ahnung, warum ich darauf eingelassen habe. Sieht halt gut im Lebenslauf auf und darauf kommt es an. Soft Skills, immer gern gesehen, aber Kinder, Blagen, Belger, Zwerge, Urquell allen Übels. Kinder sind mir suspekt, die mag ich nicht. Da ist nichts Gutes dran. Okay, aerodynamisch und von der Körpergröße her prima Wurfgeschosse. Ich habe das gleiche Problem, ich bin dünn und eher klein, da kriegt man auch nichts. Groß und dick ist auch nicht gut. Ja. Klein und dick wäre super. Ja, das stimmt. Da kriegt man immer was. Das stimmt. Was versprichst du dir heute von dem Abend? Einfach nur eine Menge Spaß heute. Die Leute sollen lachen und bin ich zufrieden. Das ist ja auch schwer, ne? Ich glaube, so Leute zum Lachen zu bringen, ist die Königsdisziplin. Ja. Das ist, glaube ich, einfacher als Leute zum Nachdenken zu bringen.
Das stimmt wirklich. Ja, deswegen habe ich halt einfach auf der Bühne Spaß. Und wenn die Leute auch Spaß haben, dann ist das gut. Hier ist Nikolai. Nikolai mit K und AI. Ja. Das ist heute tatsächlich dein zweiter Auftritt. Dein zweiter Auftritt. Ist man da sehr nervös beim zweiten Mal noch? Nein, ich bin vollkommen entspannt und locker. Ja. Mir geht's richtig gut. Was ist dein Themengebiet? Schokolade. Schokolade? Schokolade. Du machst, ganz schön mutig, ne? Ja, das, ja. Schokoladensucht tatsächlich. Schokoladensucht. Also Leute, die dann davon auch ja, sehr dick werden, würde ich sagen. Ja, Menschen, die von Schokolade sehr dicht werden. Und ich vergleiche das ein bisschen mit Drogensucht. Ja, ist ja auch so. Ist ja, Zucker, ist ja auch so. Ist ja auch Zucker, so. Ja. Ja, und heute probiere ich jetzt nochmal ganz andere Dinge aus als gestern und ich hoffe, es ist witzig. Ich weiß es nicht. Wer ist dein Comedy-Vorbild? Nicht Mario Barth. Sehr gut. Okay, nehmen wir als Antwort. Fühlst du dich nachts manchmal beobachtet? Immer ständig. Verdammt. Ständig. Ja klar, immer die ganzen Leute, die verstorben sind. Und wenn ich onaniere, habe ich das Gefühl, dass die ganzen Toten noch um mich rumstehen und mich dabei beobachten. Das ist meine größte Angst. Wie wichtig ist dir die Improvisation? Geht so. Über welches Thema würdest du dich niemals lustig machen? Ich würde mich nie über dich lustig machen. Das ist viel zu traurig. Irgendwann bin ich dann, da habe ich gedacht, wo bekommt man Süßigkeiten her? Überlegt. Ja, und dann Kinderspielplätze. Da bin ich auf Kinderspielplätze gegangen und habe nach Süßigkeiten gefragt. Ja, und ich habe da Gott sei Dank dann auch einen Dealer gefunden. Annemarie. 4 Jahre alt, 50 Kilo schwer. Juan sieht so ein bisschen aus wie eine kleine Cindy aus Manzahn. Ja, und das hier war unser erster und leider auch letzter Dialog. Hi, Annemarie, also, du hast gesagt, du hast ein bisschen Süßigkeiten für mich, du hast ein bisschen was für mich dabei. Ich bin Annemarie. Ja, das weiß ich, aber kannst du mir irgendwelche Süßigkeiten, was hast du denn dabei? Ich bin 4 Jahre alt. Ja, ich weiß, wie alt du bist. Ich will einfach nur irgendetwas zum Naschen. Was hast du denn dabei? Also, ich habe einen Kinderriegel, einen Schokobonbon und einen Kinderpinguin. Da habe ich aber schon reingebissen. Ja, scheißegal. Gib mir mal die Schokolade. Ja. Ich rauch was. Kennst du Lilifee? Lilifee ist meine Lieblingsfee. Ja bitte, ich möchte einfach nur Schokolade. Wie viel Geld möchtest du? Was möchtest du von mir haben? Ich möchte so verdammte Schokolade. 1 Million Euro. Sag mal, bist du wahnsinnig? Da muss ich Kredit aufnehmen. Ich will doch einfach nur Süßigkeiten. Du kannst mir doch einfach irgendwas zu Nazi geben. Das muss doch möglich sein. Du verdammte Mama! Ja, leider. Leider war das unser letztes Zusammentreffen. Boah, nach so viel Slam muss man erstmal wieder Pissen geben, Bier wegbringen. Aber geht ja gleich weiter, ne? Hier, ein Mensch, der über große Menschen labert und der andere, der über Schokolade redet. Und dann haben wir jemanden wie mich, der über Bier redet. Und trinkt. So, jetzt mal Luft schnappen. Da habe ich mir auch schon schön in Schale geworfen. Hier schön Ping-Mützen. Da gibt es jetzt auch Caps von. Schleichwerbung. Machen wir nochmal Ping, ne? Ja, jetzt haben wir eben mit den Poetry Slammern gesprochen. Das ist ja nicht ganz so meine Welt, ja, aber die erschienen mir ganz witzig. So, der eine macht heute seinen zweiten Auftritt, da muss man ein bisschen nachsichtig sein. Ich weiß noch, wie ich da damals war. Es war sehr schlimm für mich. Auch eine lustige Geschichte, die erzähle ich jetzt einfach mal. Scheiß drauf. Das war nämlich so, da hatte ich meinen allerersten Auftritt und da war der Soundcheck schon vorbei und der PA-Mann meinte, wo ist denn euer Sänger? Und dann haben die mich überall gesucht und ich musste noch ganz dringend kacken. Also hätte ich beinahe meinen ersten Auftritt verpasst, weil ich auf dem Pott saß. Wahre Geschichte. Was ist die Zielgruppe deiner Musik? Zynische, englisch sprechende Menschen. Und was ist dein Lieblingsessen? Die Musik ist vorbei. Ja, bis dahin. Bleibt ein Geheimnis. I've known my place.
Damen und Herren. Ist das eigentlich ein Künstlername? Nee, so heiße ich echt. Du heißt wirklich so? Das, also kein dann Spaß. Hast du ja Glück gehabt, ne? Schon. Weil Elfie Bömmel wäre jetzt blöd irgendwie. Ja. Aber nach dem Gig erst trinken, wie ich sehe. So. Ja. Ist das für die Stimme, für deine Stimme besser, wenn du nach dem Gig... Nö, es ist einfach für die allgemeine Stimmung besser, wenn ich schon besoffen auf der Bühne stehe. Ah, das macht sehr sympathisch. Sehr nicht sympathisch. Wahr? Ja, doch. Ich habe das tatsächlich auch mal gehabt, dass ich von der Bühne gefallen bin. Da habe ich mir gedacht so, naja, vielleicht... Jetzt ist der Moment gekommen. Vielleicht nicht mehr den Kasten. So, ja. Wie bist du zur Musik gekommen? Ich habe im Kindergarten gerne auf der Schaukel gesungen. Ach nein, da haben wir sogar, doch, wir haben sogar, da haben wir eine Gemeinsamkeit, weil genau das habe ich auch gemacht. Ja, auf der Schaukel singt es sich auch am besten. Voll geil, Heidi habe ich immer gesungen. Ja, ich auch, oh mein Gott, ich auch. Nein, das ist ohne Scheiß, ohne Scheiß. Deine Welt sind die Berge. Diese alte Zeichentrickkacke. Ja, Mann. Die ganzen Intros habe ich gesungen. Ja, vor allem unser Kindergarten, das war so geil, der war auf so einem Berg und man konnte quasi so richtig übers Tal schaukeln und man hat sich richtig gefühlt wie Heidi in diesem fucking Intro, weil die schaukelt da ja auch einmal so durch die Berge. Ja, die ist ja 3 Kilometer lang. Genau, so, ja. Und das war voll, ja. Das ist ja eine Gemeinsamkeit, ist unglaublich irgendwie. Mhm. Ja, ich habe dich jetzt eben hier reviewt sozusagen den den Auftritt und habe dich so ein bisschen auch mit jetzt, am Anfang habe ich gesagt, an der von Giersbergen beim Soundcheck jetzt würde ich eher so Fennelli-Richtung gehen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Kennst du nicht? Supergeil bin ich durchs Dschungelcamp drauf gekommen. Oh Gott. Ja, okay. Da lief auf einmal ein total geiler Song, habe ich den gegoogelt. Ach so, okay, ist aber nicht jemand, der mitgemacht. Nein. Und dann bin ich da durfte, supergeile Newcomerin. Okay. So, du hast eben erzählt, 300 CDs, das war so, ist so dein Top-Goal. Und du machst das tatsächlich so, pay what you want. Ja. Was war das Niedrigste, was jemand bezahlt hat? Vielleicht so 2,50 Euro. Aber das ist dann auch okay, weißt du, wenn du ein armer Studi bist und trotzdem gerne eine CD haben willst, dann hier, nimm eine mit. Und wenn du ein reicher Arsch bist, der 30 Euro Stundenlohn hat, dann gib mir halt mehr Geld. Also da ist jetzt okay. Echt noch, ich habe immer so, weil ich komme ja auch so ein bisschen aus der Punk-Szene irgendwie, da kommen dann echt Leute, die würden dann Cent hinlegen. Ja, weißt du, das ist natürlich die Gefahr bei dem Konzept, aber das macht eigentlich nie jemand. Ja, also so viel Wertschätzung haben sie dann schon, die Leute. Meistens, ja, meistens, ja. Also das spricht ja dann für dich, ne? Ich hoffe. So. Ja, das ist ja ganz gut. Oder man macht den Leuten nur genug Angst, dass sie sich nicht trauen. Ja, du hast schon die Blicke auf der Bühne, das ist schon gut, ja. Wo kann man dich als nächstes sehen? Ich weiß nicht, wann das hier online geht. Sag mal irgendwas im Dezember. Ich glaub, ja, auf jeden Fall Dezember. Dezember ist super. 20.12. Okay. In Bonn in der Brotfabrik. Das wird der geilste Shit. Da bin ich mit Band unterwegs und mit noch zwei anderen sehr, sehr coolen Bands. Get Jealous und Colorwave. Get Jealous sind aus der Niederlande und Colorwave aus Köln bzw. London, so halb. Und das wird sehr gut. Und du hast tatsächlich auch eine Band. Ja. Also das ist nicht nur, dass du dich mit einer Akustikgitarre auf der Bühne stellst. Nee, ich habe auch eine Band. Wir machen so Spaß. Clara Klaassen und Band. Genau. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank. Ja, danke dir. Ja, ping, ne? Normalerweise mache ich das nicht, aber jetzt mache ich das auf der Bühne. Ist scheißegal. Ping. Metal. Lieber Gitarre oder Klavier? Ach, ja. Lieber Klavier. Was ist das Besondere am Jazz? Einfach zu improvisieren an die Korden. Jetzt ist der ganze Kram vorbei, wir machen nochmal Ping, ne? Ja, war zum Entspannen, dann nochmal ein bisschen Akustikgitarre, ohne Gesang. Aber Künstlerin des Abends war für mich Clara Klaassen, der das sehr schön gemacht. Fand ich einfach gut. Team Heidi, sag ich dazu nur, Team Heidi. Und jetzt haben wir hier nochmal den Kajo mit dem Fazit. Was sagst du denn dazu? Sehr interessanter Abend, war auf jeden Fall so 7 Euro, super Investition, einfach mal rauszukommen. Kann man natürlich sich alles auf YouTube angucken, aber so die soziale Interaktion, die fehlt dann. Dabei sein ist alles super Programm, gemischt. Das Publikum auch, gemischte Inhalte, wie du schon sagtest, Clara war meiner Meinung nach auch so der Tagessieger. Super Programm, einmal im Monat hier,
findet das in Essen statt. Ich glaube, Bonn und Düsseldorf Köln, war das? Düsseldorf, Köln, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall in drei Städten, ja. Super Programm. Check das auf jeden Fall mal aus. Sollte man unterstützen, kleines Geld in Studentenkneipen. Kann man auf jeden Fall machen. Tut was. Das ist ja unfassbar. Jetzt habe ich hier noch Ping, ne? Und die Leute hauen einfach ab. Weißt du, die wollen unter der Woche nicht feiern. Das ist, ich muss morgen raus, ja, um 8 Uhr. Aber mir ist das egal. Rock'n'Roll, ihr Motherfuckers. Wie, 7 Uhr höre ich hier gerade. Ja, ist eine Stunde. Ja, die Stunde mehr oder weniger macht jetzt auch den Kohl nicht mehr fett. Ja, doch. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich in der Bahn sitze oder auch nicht. Oder bei McDonald's. Ich weiß es nicht, was heute Abend noch passiert. Ich weiß nur, dass ich morgen schon wieder auf einem Event bin. Und dann geht der Wahnsinn weiter. Ja, das war doch ein ganz schöner Abend. Und jetzt machen wir nochmal einen schmierigen Burger. Double Chili Cheese von McDonald's. Auch lecker. Aber warum war der Abend eigentlich so gut? Erstmal war der gut, weil die Leute ganz nett waren. Und dann hat der BVB hat 3-2 gewonnen. Nach einem 0-2 Rückstand in der ersten Halbzeit noch 3-2 gewonnen. Großartig, nur der BVB, aber nur der BVB. Sehr, sehr gut. Und warum es so wichtig ist, zu abonnieren und die Glocke zu drücken und was ich vom Kayo von Moshpit Passion bekommen habe, das erfahrt ihr gleich im Zug. Für mich vergehen da noch ein paar Minuten, für euch nur ein paar Sekunden. So, verehrte Fotzenbärchen, wir müssen jetzt sehr ruhig sein. Hier in der Bahn ist es sehr ruhig. Deswegen bin ich auch immer sehr ruhig. ASMR. Nehmen wir mal im Ernst. Der Kayo von Moshpit Passion, da habe ich bei so einem Gewinnspiel mitgemacht und deswegen lohnt sich das immer bei vermeintlich kleineren YouTubern bei Gewinnspielen mitzumachen. Vor allen Dingen, wenn die Vinyl verlosen. Ja, habe ich schon die Nebula abgegrast. So, jetzt kommt ihr. Nee, der Abend war aber gut, wie eben schon erwähnt. Team Heidi hat gewonnen, 7-2 im Bandraten sozusagen gewonnen. Fand ich richtig nochmal geil. War auch eine lustige Geschichte. Ja, was soll ich euch erzählen? Außer, zu viel Internet ist ungesund, zu viel Musik allerdings niemals. Und jetzt abschalten, ne? Abschalten. Ach ja, da ist ja doch noch was. Wir machen das ja wie in Marvel-Filmen. Ne? Da kommt nach dem Abspann auch immer noch etwas. Warum ist das wichtig, den Kanal zu abonnieren? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Und zwar ist es wichtig, weil dadurch die Bands eine größere Reichweite bekommen, ne? Und mehr Leute das sehen und dann vielleicht auch Platten kaufen etc. pp., was mir am Herzen liegt. Und B, für euch ist das auch super, weil je größer der Kanal wird, desto bessere Einladungen zu geileren Events bekomme ich. Und dann kriegt ihr natürlich auch lustigere Leute zu sehen und größere Bands. Also so Win-Win sozusagen. Jetzt aber Schluss.